بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Das letzte, was wir besprochen haben, war die Angelegenheit des Tawhid der Rububiyya und dass der Tawhid der Rububiyya den Tawhid der Uluhiyya zu einer Folge hat. Unausweichlichen, verbindlichen Folge. Anders ausgedrückt, wer konsequent im Tawhid der Rububiyya ist, aber hier Gewicht auf das Wort konsequent legen, wer konsequent im Tawhid der Rububiyya ist, der ist auch im Tawhid der Uluhiyya mit dabei. Wer aber unkonsequent im Tawhid der Rububiyya ist, der wird die Folgen davon auch im Tawhid der Uluhiyya wahrnehmen und verspüren. Und hier an diesem Punkt angelangt kann man auch sagen, die Aussage, also diese pauschale Aussage, die Kuffar in Mekka oder die Quraysh, die Mekkaner, die Araber, was auch immer, sie hätten den Tawhid der Rububiyya erfüllt, so ausgedrückt ist das nicht korrekt. Hätten sie ihn gänzlich erfüllt, dann hätte das auch Auswirkungen auf den Tawhid der Uluhiyya gehabt, aber das war nicht der Fall. Von daher, sie haben Teile vom Tawhid der Rububiyya erfüllt und verwirklicht, aber nicht das Prinzip als Ganzes. Tayyib. Also nochmal, der wichtige Punkt, der uns jetzt hier interessiert, auch in der Fortsetzung, ist folgender. Der Tawhid der Rububiyya erzwingt den Tawhid der Uluhiyya. Und daher ist der Tawhid der Rububiyya, wenn man ihn akzeptiert und annimmt, auch ein Beweis und ein Argument für das Verwirklichen oder das sich Halten an den Konsequenzen und Erfordernissen des Tawhid der Uluhiyya. Ein Beispiel dafür ist die erste Imperativsform im Koran. Imperativsform bedeutet Befehlsform. Die erste Befehlsform im Koran ist die Aussage Allah Ta'alas, Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. Das ist die erste Imperativsform im Koran. Also die erste Aufforderung, wenn man nach der Reihenfolge des Mus'haf geht, nicht chronologisch. Chronologisch ist es nicht die erste Aufforderung. Chronologisch betrachtet gab es schon vorher einige andere Aufforderungen. Viele andere Aufforderungen. Die allererste war die Aussage Iqra, lies. Und danach einige mekkanische Suren auf Deutsch. Denn die Surah Al-Baqarah, in der dieser Vers vorkommt, ist ja eine der späteren Suren. Die Surah Al-Baqarah ist eine medinensische Sura. Tayyib. U'budu rabbakum, o ihr Menschen, und hier sind die Menschen alle angesprochen, nicht nur die Muslime. O ihr Menschen, dient eurem Herrn. Hier kommt das Wort Ibada. U'budu ist die Befehlsform von Ibada. Abada, ya'budu, u'bud. Dient eurem Herrn, seid seine Knechte, ergebt euch ihm, seid ihm unterworfen. Hier stellt sich eine Frage, das ist der Punkt, ein Beispiel dafür, dass der Koran einen großen Wert darauf legt, diese zwei Dinge miteinander zu verbinden. Man könnte sagen, es handelt hier um die Ibadah. Es handelt nicht nur um die Ibadah, es ist eine direkte Aufforderung, die Ibadah zu realisieren, sie umzusetzen, sie zu leben. Wäre es dann nicht angebrachter, einen Namen Allahs zu erwähnen, in diesem Kontext, der auch etwas mit der Ibadah zu tun hat? Allah Ta'ala sagt, U'budu Rabbakum, dient eurem Rabb. Der Name Rabb, wie man hören kann, hat etwas mit der Rububiyya zu tun, oder? Ar-Rabbu Rububiyya, die gleichen Buchstaben, die gleichen Radikale, die gleiche Wortwurzel. Wäre es nicht angebrachter gewesen, dass man hier sagt, U'budu ilahakum, dient eurem Ilah, damit auch das Wort Ibadah, dienen, einen direkten Zusammenhang hat mit dem nachstehenden Namen Allah Ta'alas, nämlich der Al-Ilah. Das könnte man so sagen.
könnte man denken. Aber Allah Ta'ala benutzt das Wort Rabb hier aus einem spezifischen Grund. Also das ist bewusst so gesetzt. Kein Wort im Koran, kein Buchstabe wird hinzugefügt oder weggenommen, außer um etwas zu verwirklichen, um den Inhalt auf irgendeine Art und Weise zu prägen. Warum das Wort Rabb an dieser Stelle? Ganz einfach. Damit wird die Aufforderung zur Anbetung sozusagen begründet, mit einer gewissen Kausalität untermauert. Also, wenn die Aufforderung kommt, bete ihn an, könnte die Frage kommen, warum? Und dann ist die Antwort direkt in dem Namen schon drin. Die Antwort, die Kausalität, die Ursache und die Begründung für diese Aufforderung steckt dann in dem Namen Rabbakum, weil er euer Rabb ist. Also weil er die Macht, weil er der Schöpfer ist, weil er der Versorger ist, weil er derjenige ist, weil er euer Gebieter ist, weil er euer Herr ist und so weiter. Und was noch interessant ist, die meisten Menschen verbinden mit der Rububiyya Allah Ta'alas, oder mit der, die Rububiyya Allah Ta'alas hat sehr viele Eigenschaften und Attribute. Oder unter dieser Herrschaft Allah Ta'alas fallen viele Handlungen Gottes, nicht nur das Schaffen und Versorgen. Aber da das Schaffen oder dieser Schöpfungsakt und das Versorgen die einprägsamsten Eigenschaften der Rububiyya sind, also das, was die Menschen sich unter einem Rabb vorstellen, werden genau diese dann nochmal im nachkommenden Vers erwähnt und betont. Allah Ta'ala sagt nämlich danach, er beschreibt jetzt diesen Rabb, الذي جعل لكم الأرض مهدا فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Derjenige, der euch die Erde zu einem Bett gemacht hat, auf dem ihr lebt und wandert und schläft und arbeitet, also Untergrund, und den Himmel zu einem Dach, und der für euch Wasser aus dem Himmel herabgesandt hat und daraus verschiedene Früchte hervorkommen lässt. Und dann beendet er diesen Vers nochmal. Am Anfang war ein Befehl. Das zeigt uns, wie eloquent der Koran ist. Es sind nur wenige Sätze. Diese beinhalten eine Aufforderung. Diese beinhalten eine plausible Begründung für diese Aufforderung. Beispiele für die Begründung, dass Allah Ta'ala der Rabb ist. Und ein Verbot, abschließendes Verbot. Und die Sache ist geschlossen. Das ganze Thema ist geschlossen. Eine Aufforderung, Begründung, Beispiele, Verbot. Alles aber in diesem gleichen, im gleichen Kreis, also im Themengebiet. Diese Verse haben das Thema nicht verlassen. Der Abschluss, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. So macht oder nehmt euch neben Allah keine Andad. Al-Andad sind Gleichgestellte, die ihr, also sozusagen Nebenbuhler, die ihr neben Allah Ta'ala anbetet oder auch eben ihnen auch etwas von diesen Anbetungen von der Dienerschaft und Knechtschaft zukommen lasst. Wo ihr doch wisst, wo ihr was wisst, wo ihr wisst, dass diese Eigenschaften der Rububiyya nur ihm zustehen. Wo ihr doch wisst, dass er euer Rabb ist. Und das ist ganz interessant, diese Vorstellung bei manchen Leuten. Ich war einmal bei jemandem zu Besuch zu Hause. Es war in Ägypten, ein Ägypter. Und wir haben uns ein bisschen über den Iman unterhalten. Und er sagte so, wenn die Menschen im Flugzeug sitzen und das Flugzeug ja, durch gewisse Turbulenzen fährt oder in Gefahr schwebt, glauben sie alle an Allah Ta'ala. Das muss natürlich nicht ganz falsch sein, was er sagt, aber
es könnte. Denn viele Menschen denken und haben die Vorstellung, dass der Glaube an Allah Ta'ala tatsächlich bedeutet, nur an seine Existenz zu glauben. Das ist aber nicht der Fall und das siehst du im Koran immer wieder. Das siehst du im Koran sehr oft. Zum Beispiel in den allerhöchsten Formen des Unglaubens. Die allerhöchsten Formen des Unglaubens, die ist folgende. Ein Prophet steht vor dir, er spricht dich an, er fordert dich zu etwas auf und du sprichst zurück mit Verleugnung, Nichtakzeptanz, ja, Einwänden. Das ist die allerhöchste Form des Kufr, die man leben kann. Aber genau in diesem Kontext sehen wir, dass der Koran von einem Glauben an Allah spricht. Diese Leute selbst sagen das. Als Allah Ta'ala berichtet über das Volk von Ad, als sie angesprochen wurden von ihrem Propheten, was sagten sie? قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. Wenn unser Herr wollte, also sie akzeptieren, dass es dein Herr und mein Herr oder unser Herr ist, der ist ein und derselbe. Wenn er wollte, hätte er Engel herabgesandt. Also er müsste nicht dich unter uns auswählen, dich Menschen. Wenn er uns eine Botschaft hinzukommen lassen wollte, hätte er Engel ausgesandt. Hier, also im Kontext des Kufr, in der Ablehnung der prophetischen Botschaft, sprechen sie über ihren Iman an Allah Ta'ala. Auf jeden Fall, das ist eine Sache. In diesem Vers sind natürlich noch andere Dinge, die darauf hindeuten, auf diese Verbindung, Beziehung zwischen den Arten des Tawhid. Wie zum Beispiel die Verwendung hier des Bindeworts fa. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Ich könnte auch einfach sagen, لَا تَجْعَلُوا, Punkt, لَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Aber er benutzt das Wort fa. Dieses fa nennen die Sprachgelehrten, auch die Usul-Wissenschaftler. Sie nennen das fa التَفْرِيع. Fa التَفْرِيع. Diese Partikeln in der arabischen Sprache, ich habe eine ganze Reihe von Partikeln, die Genitivpartikel, die Huruf al-Atf, Huruf al-Ibtida, Huruf al-Qasam, Huruf al-Nasb, Huruf al-Jazm, eine ganze Reihe von Partikeln gibt es. Was aber sehr interessant ist, sind die Huruf al-Atf, diese Bindewörter, wie das Wow. Ja'a Zaydun wa Amr. Zayd kam und Amr. Ja'a Zaydun fa Amrun. Ja'a Zaydun thumma Amr. Das hat alles verschiedene Bedeutungen. Und in der deutschen Welt sehen wir oft, dass viele Übersetzer haben normierte Übersetzungen für diese Begriffe. Das heißt, er hat jeder Partikel eine Übersetzung zugeschrieben, die wendet er dann überall an. Und das führt dann manchmal zu, ich sage mal, unschönen Übersetzungen und manchmal tatsächlich zu fehlerhaften Übersetzungen. Zum Beispiel das Wort Vieh. Vieh heißt in. Oft wird das als eine Präposition verwendet, die ausdrückt, wo etwas stattfindet. Vieh. Also zum Beispiel sage ich Zaid und Fil Beit. Zaid ist im Haus. Aber das kannst du nicht immer so übersetzen. Und das ist ein Phänomen, das bekannt ist, dass die Huruf manchmal miteinander ausgetauscht werden in der arabischen Sprache. Zum Beispiel der Ausdruck Al-Hubbu fillah, was sagt man da? Liebe in Allah, was heißt das Liebe in Allah? Das Fi hat hier die Bedeutung von bisabab, yani, also Kausalität, wegen Allah, für Allah. Oder auch als Pharaon zu den Zauberern sagte, die sich Musa angeschlossen hatten. Er sagte, la usallibannakum fi judhu'in nakhl. Judhu'in nakhl, das heißt die Stämme, die Baumstämme. Ich werde euch, hier das Wort fi, ich werde euch, wenn man das Wort jetzt so normiert übersetzt, ich werde euch in den Baumstämmen
in den Baumstämmen kreuzigen. Man kreuzigt aber niemanden in den Baumstämmen, sondern auf den Baumstämmen. Also das heißt, diese Wörter können verschiedene Bedeutungen. Und deswegen ist es sehr interessant, deswegen habe ich, also warum ich das Beispiel hier erwähne, es ist zwar ein Teil der Sprache, aber genau dieses Kapitel, also die Huruf al-Ma'ani nennt man das, Partikel mit diversen Bedeutungen, werden auch in den Büchern des Usul Fiqh erwähnt. Die Usulion erwähnen das am Anfang, also von den etwas größeren Büchern. Warum? Weil der Mufassir oder der Faqih, der den Koran liest und diese Dinge nicht kennt, die Funktionen dieser Partikel nicht kennt, der wird nicht in der Lage sein, alles ordnungsgemäß zu verstehen. Also hier wird dieses Fa verwendet. Fala taj'alu. Fa, das haben wir gesagt, nur Fa al-Tafri', Fa der Schlussfolgerung. Das heißt, nachdem du all das jetzt gehört und gelesen hast und begriffen hast, die logische Schlussfolgerung davon ist, dass man den Polytheismus, den Schirk meidet und deswegen kommt dann diese Konsequenz. Fala taj'alu lillahi andadan. Tayyib. Das zum Tawhid der Al-Rububiyya. Und um den Tawhid der Uluhiyya genauer zu verstehen, muss man auch begreifen, was die Ibadah ist. Denn sonst ist das Verständnis nur unvollkommen und trüb. Und es ist tatsächlich so der Fall, dass manche Menschen die Definitionen aufgrund Unwissenheit über Definitionen und Wortanwendungen, nicht nur in der Aqidah, auch in anderen Bereichen, zu fehlerhaften Schlussfolgerungen kommen. Und das erwähne ich immer wieder, besonders in Übersetzungen. Übersetzungen. Also wenn man ein Beispiel dafür, das ist nicht selten, dieses Beispiel ist nicht selten. Und deswegen ist es empfohlen, aus solchen Gründen, dass man, wenn man mit dem Wissen beginnt, in irgendeinem Fach, am Anfang und beim Beginnen mit diesem Fach musst du dich führen lassen von jemandem, der das schon durchgemacht hat, der die Begrifflichkeiten kennt. Ja. Ansonsten kommen peinliche Fehler. Beispielsweise das Wort, über die Fuqaha reden über die Huqna. Al-Huqna. Ist sie etwas, das das Fasten annulliert oder nicht, die Al-Huqna? Die Fuqaha der Hanabila und andere sprechen darüber. So, gehen wir zum Hans Wehr. Hans Wehr ist dieses deutsche Wörterbuch. Oder gib es in Google ein, Google-Übersetzer, Huqna. Oder schau in irgendeine, diese Wörterbücher, die deutsch-arabisch und so. Oder vielleicht kennst du es aus deiner Muttersprache, weil du Arabisch als Muttersprache hast, aber die Fachsprache der Fuqaha nicht kennst. Und dann wird man sagen, Al-Huqna annulliert das Fasten, also die Spritze. Die Spritze. Die Fuqaha haben nicht über die Spritze geredet. Die Huqna ist in der klassischen Medizin und auch im Fiqh, die Huqna war etwas, was man in den Anus eingeführt hat. Medikamente, die man in den Anus eingeführt hat. Und ein anderes Beispiel, die Fuqaha reden darüber, über den Ar-Rash oder An-Nadh. Bei den Najasat, bei den leichten Najasat, wie zum Beispiel der Urin eines Säuglings, sagen sie, dass es ausreichend ist, oder die Methode, um diese Najasa zu bereinigen, da es eine leichte Najasa ist, muss auch die Methode entsprechend leichter sein. Das ist ein Grund für das Missverständnis, weil man denkt, es muss leicht sein. Und dann noch hinzu kommt, dass man das Wort missversteht. Sie sagen An-Nadh, yakfi fihi An-Nadh oder Ar-Rash. Das heißt An-Nadh, Ar-Rash, was versteht man meistens davon? Etwas so mit Wasser besprenkeln. Ja, mit so den Fingern besprenkeln. Versteht ihr, was ich meine? Die Hand so in ein Gefäß eintauchen, sodass die Fingerkuppen ein bisschen nass sind und besprengen. Und das habe ich von einem Mann gehört hier in Deutschland, der zu den großen Leuten gehört.
Bei den Fuqaha bedeutet An-Nadh nicht das. An-Nadh bedeutet bei ihnen, dass man die betroffene Stelle komplett mit Wasser eintaucht. Ja? Man muss sie nicht waschen und ausdrücken und das, was man halt bei normalen Waschen. Es reicht, dass man sie komplett mit Wasser sozusagen einmal eintaucht in Wasser, diese Stelle, nur die betroffene Stelle. Das ist der Nadh bei ihnen. Das ist natürlich immer noch leichter als die normale Waschung. Aber solche Missverständnisse kommen, wenn man Fachsprache mit normalen lexikografischen oder linguistischen Übersetzungen verwechselt. Und das ist nicht selten der Fall. Bei dem Wort Ibadah gibt es das Problem auch. Es gibt Leute, die haben eine extreme Neigung, alles zur Ibadah zu erklären, ohne eigentlich den Kern und das Fundament dieses Wortes zu begreifen. Und andere, die schließen alles Mögliche aus von dem Begriff Al-Ibadah. Was bedeutet das Wort Al-Ibadah rein linguistisch in der Sprache der Araber? Was haben sie unter diesem radikalen verstanden? Ein Ba-Dal. Daraus kommt nämlich das Wort Ibadah. Abdun, Abid, Ma'bud. All diese Begriffe haben immer das Ein, Ba und das Dal in sich. Das sind die Hauptradikale. Lexikografisch, linguistisch ist das Wort Al-Ibadah. Es steht für das sich ergeben, unterwerfen, beugen, erkennen seiner Niedrigkeit und entsprechendes Handeln. Wir sehen das zum Beispiel in zwei Anwendungsbeispiele bei den Arabern, die häufig in der klassischen Sprache vorkommen. Man sagt zum Beispiel, Tariqun, Tariq ist der Weg, Tariqun Mu'abbad. Auch hier hören wir wieder diese drei Buchstaben raus, ein Badal. Tariq Mu'abbad bedeutet, ein durch häufige Nutzung planierter und geebneter Weg. Also ein Weg, der war mal uneben, nur schwer zu begehen, schwer begehbar, wegen seiner Unebligkeit. Und durch das viele Laufen darüber wurde er platt gemacht und geebnet. Das heißt, er wurde in einer gewissen Art und Weise, hat er sich ergeben gegenüber dem, der darüber läuft. Er wurde gebändigt sozusagen. Ein anderes Beispiel, das ist jetzt kein Lebewesen, aber ein Beispiel für Lebewesen. Sie sagen unter anderem Ibilun Mu'abbada oder Naqatun Mu'abbada. Ein Naqa ist das Kamel. Ba'irun Mu'abbad, ein unterjochtes Kamel. Ein Kamel, das unterjocht worden ist, das sich seinem Gebieter sozusagen oder dem Besitzer ergibt und ihm folgsam ist. Tayyib, das ist die sprachliche Bedeutung. Sprachliche Bedeutung werden übrigens deswegen erwähnt, weil sie meistens mit den Fachbedeutungen eine gewisse Ähnlichkeit haben. Ansonsten würde es keinen Sinn machen, die sprachlichen Bedeutungen zu erwähnen. Was bedeutet das Wort Al-Ibadah in der Scharia? In der Scharia hat das zwei Anwendungen. Auf zweierlei Arten wird es verstanden. Einmal eine umfassende Definition. Warum sage ich umfassend? Weil da auch die unrechtmäßigen oder die rechtswidrigen Formen der Ibadah eintreten. Und einmal eine etwas eingeengte Form der Definition, die nur die schariatischen Ibadat beinhaltet. Also nur die Ibadat, die mit dem Recht der Scharia im Einklang stehen, mit dem Recht des Islams im Einklang stehen. Diese Unterteilung ist wichtig. Erstmal zu der allgemeinen Definition. Die allgemeine Definition kommt zustande, wenn wir uns das Wort Ibadah als ein Infinitiv betrachten. Was ist es in diesem Fall? Also als eine Handlung des Menschen, unabhängig von der Religion. Es gibt Ibadat in der Nasraniya, es gibt Ibadat, also Riten in der buddhistischen Weltanschauung, es gibt Riten in der jüdischen Religion. Unabhängig von all diesen Betrachtungen
die Ibadah als eine menschliche Handlung, als ein menschliches Tun. Was ist das? Die Ibadah in diesem Sinne ist etwas, das ist die Zusammenkunft von drei Dingen. Und wenn man sich diese drei Dinge betrachtet, sieht man im ersten, also schon nach der ersten Betrachtung, dass es sich hierbei um Gesinnungen oder Bewegungen im Herzen des Menschen handelt. Etwas, was in ihm innerlich stattfindet. Und das dann äußerliche Auswirkungen hat. Aber im Grunde genommen ist die Ibadah etwas, was im Menschen, also in seinem Inneren vorgeht. Es sind, ich sag mal, spirituelle Einstellungen oder spirituelle Vorgänge im Menschen. Drei Dinge. Die vollständige, erschöpfende Liebe. Nummer eins, das ist Kern der Ibadah. Zweitens, Demut, vollständige, erschöpfende Demut. Und drittens, Verehrung. Wenn diese drei Dinge zusammenkommen im Menschen und daraus dann eine Handlung folgt, ja, dann ist diese Handlung eine Ibadah. Unabhängig davon, jetzt kommt der Unterschied zur Definition 2, unabhängig davon, ob diese Ibadah eine Handlung ist, die mit der Scharia im Einklang steht oder nicht. Das ist nämlich erst Teil der zweiten Definition. Damit man aber diesen Unterschied versteht, oder kommen wir erst zur schariatischen Definition. Wenn wir verstanden haben, dass diese drei Dinge elementare Bestandteile der Ibadah sind, dann sollte man daraus auch rückschließen, dass wenn eine dieser drei Dinge fehlt oder alle drei fehlen, keine Ibadah zustande kommen kann. Liebe ohne Demut, ohne das sich ergeben, ist keine Ibadah. Jemand liebt seine Frau, er liebt seine Kinder, er liebt seine Freunde, er liebt sein Geld, sein Hab und Gut. Hat er es angebetet? Ja. Jemand ist einer anderen Person, ein Despot beispielsweise, ergeben. Er ist ihm unterwürfig. Aber er hasst ihn. Und er ist für ihn auch nichts Herrliches. Er ist in seinem Herzen ein niedriges Wesen. Denn angebetet dadurch, er hat ihn dadurch nicht angebetet. Das heißt, diese drei Dinge müssen zusammenkommen. Erst dann handelt es sich um die Ibadah. Das hat aber nichts mit der Thematik zu tun, die auch in einem anderen Bereich erwähnt wird, dass der Mensch Allah Ta'ala neben der Liebe auch mit Furcht und Hoffnung anbeten soll. Das ist eine andere Sache. War aber auch hier ein interessanter Punkt, den man beachten muss, ist, dass es gibt diese berühmte Frage unter den Gelehrten, sollte man das in einem Gleichgewicht halten, diese drei Elemente, Liebe, Furcht, Hoffnung, oder sollte eins dem anderen überwiegen? Sie reden aber meistens nur über die Frage Furcht und Hoffnung. Sollte die Furcht überwiegen oder die Hoffnung? Manche sagen, im Zustand der Gesundheit und des allgemeinen Wohles, wenn man wohlauf ist, sollte man die Angst überwiegen lassen. Wenn aber beispielsweise das Ende naht, sollte man die Hoffnung überwiegen. Wir sprechen aber nicht über die Al-Mahabba. Aus welchem Grund? Weil die Mahabba ist wie das Herz der Ibadah. Und das Al-Khawf und Al-Raja sind wie die Flügel. Und deswegen, jemand, der eine Sünde beispielsweise unterlässt, es gibt mehrere Bewegungsgründe, warum Menschen Sünden unterlassen. Manche unterlassen sie aus, weil sie extreme Furcht haben. Er befürchtet, dass das negative Folgen und Konsequenzen für ihn haben. Manche unterlassen sie, weil sie zwar, also vordergründig in seinen Gedanken, in seinem Inneren,
Er denkt, dadurch lässt er sich was Besseres entgehen. Aber manche unterlassen sie weder deswegen, also weder wegen A noch wegen B, sondern aus Liebe zu Allah Ta'ala, aus Liebe vor ihm, weil sie nach seiner Zufriedenheit trachten, weil sie sich über seine Glorie und Herrlichkeit, also das ist ihnen bewusst ständig. Das sind verschiedene Stufen. Jemand, der das beispielsweise aus der Mahabba unterlässt, ist nicht wie jemand, der nur wegen der Furcht unterlässt. Deswegen sagte einer der Zuhad, er sagte, wer Allah Ta'ala oder wer die Sünden unterlässt wegen Furcht, der ist ein Harib, der ist ein Flüchtling. Und wer sie aus Hoffnung unterlässt, der ist ein Ajir. Al-Ajir ist jemand, der eine Handlung macht gegen eine Entschädigung sozusagen, eine Auszahlung. Und wer sie aus dem Mahabba, aus Liebe zu Allah Ta'ala unterlässt, der ist der Abid. Das heißt aber nicht, dass man keine Furcht und keine Hoffnung haben sollte. Das soll nicht hier ausgedrückt werden. Es geht hier nur um das Gewicht dieser Einzelnen. Jedenfalls die Scharia, die Ibadah in der Scharia, im Recht der Scharia, sie ist ein Kollektivbegriff, ist Munjami' für alles, was Allah Ta'ala liebt oder das, womit er zufrieden ist, also Handlungen, an denen er gefallen hat, an Aussagen und körperlichen Taten. Aussagen, körperliche Taten. Man kann das ganz einfach ausdrücken. Dieser lange Satz, den kann man ganz einfach ausdrücken. Die Ibadah in der Scharia ist alles, was Allah Ta'ala anbefohlen hat. Alles, was er anbefohlen hat, im Sinne der Pflicht oder im Sinne des Al-Istihbab. Das also, wie sagt man Istihbab auf Deutsch? Im Sinne der empfohlenen Handlung. Ganz einfach so, kann man kurz fassen. Was verstehen wir daraus? Alles, was er nicht anbefohlen hat, ist keine Ibadah. Das heißt, Annäherungsversuche durch Wege, die er nicht beschrieben hat, oder weil wenn wir sagen, alles, was ihm lieb ist und worin er gefallen hat, das heißt, er hat uns das mitgeteilt, oder? Du kannst ja nicht erträumen, dass ihm das hier gefällt oder diese Handlung, die Art und Weise der Anbetung gefällt oder nicht. Also deswegen, einige Gelehrten sagen einfach, Al-Ibadah ma amara bihi al-Shari'a. Min ghayri ittiradin urfi wa laqtida'in aqli. Diese letzten zwei Sätze in der Definition der Fuqaha, die Fuqaha definieren die Ibadah so, ist sehr wichtig. Die Ibadah ist all das, was der Scharia-Geber, Allah Ta'ala, anbefohlen hat. Min ghayri ittiradin urfi. Hier wird der Urf ausgeschlossen. Was heißt Urf? Das heißt, die Traditionen und Bräuche der Menschen. Das heißt, zwischen Ibadah und den Bräuchen der Menschen gibt es keine Verbindung. Es kann sein, dass etwas im Brauch der Menschen für sie eine Ibadah ist, in der Scharia keine Ibadah. Kann sein, in der Scharia ist etwas eine Ibadah, im Brauch der Menschen ist es keine Ibadah. Sie kannten das so nicht als Ibadah. Walaqtida'in aqli. Und ohne rationelle Schlussfolgerung. Das heißt, ob eine Handlung eine Ibadah ist, darauf kannst du nicht mit bloßen durch bloße rationelle Schlussfolgerungen kommen. Das geht nicht. Warum? Warum nicht? Weil wir eben gesagt haben, Ibadah heißt, das ist eine Handlung, die Allah Ta'ala lieb ist. Auf diese Art und Weise, zu dieser Zeit, auf diese Eigenschaft. Darauf kannst du nicht mit bloßen logischen Schlüssen kommen. Also zwischen Ibadah und logischen Schlüssen besteht auch kein Zusammenhang. Wenn du von deiner Logik her denkst, das muss eine Ibadah sein, und deswegen sagst du, ja, deswegen ist es ein Ibadah, das ist ein methodischer Fehler. Wenn wir diese zwei verschiedenen Definitionen verstanden haben, dann sehen wir, dass diese zwei Definitionen teilweise zu verschiedenen Schlüssen führen können. Beispielsweise Allah Ta'ala sagt, وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ
عند البيت إلا مكاء وتصدية. Ihr Gebet, also das Gebet der Araber, der Quraysh und so weiter, war beim Beit, al-Beit ist die Kaaba, nichts anderes als Pfeifen und Klatschen. Also sie haben, das war ihre Ibadah. Sie waren unbekleidet, haben Tawaf haben sie gemacht, dazu haben sie gepfeift und geklatscht. Eine Anbetung. Wenn wir die Definition Nummer 1 nehmen, ist es eine Anbetung. Es ist eine Anbetung. Wir haben gesagt, es ist etwas, was um die es beschreibt einen geistigen Zustand des Menschen. Aber wenn wir das schariatisch betrachten, ist es eine Anbetung? Wenn jemand Allah Ta'ala so anbeten wollte, wäre keine Anbetung. Sie befindet sich nämlich nicht im Rahmen der Befehle oder der Verbote. Das ist also eine sehr wichtige Unterscheidung. Hier spricht Allah Ta'ala über das Pfeifen und das Klatschen. Können wir diesbezüglich etwas entnehmen aus dem Vers? Und ihr Gebet war bei der Kaaba nichts anderes als das Pfeifen und das Klatschen. Es ist ja steht außer Frage, dass Allah Ta'ala sie hier, er missbilligt diese Handlung. Ne? Das wird nicht in Form eines Lobes gesagt, dass sie das so gemacht haben. Es ist eine Form von Missbilligung ihrer Handlung. Ja, Kritik ist das. Können wir daraus allgemein rückschließen, dass Pfeifen und Klatschen Handlungen sind, die zu unterlassen sind, die also man hört oft, ich weiß aber nicht, woher das kommt, Pfeifen ist etwa eine teuflische Handlung. Pfeifen ist vom Teufel, der Teufel pfeift, also keine Ahnung, was das heißt. Die Schayatin kommen und pfeifen. Man kann das auf jeden Fall nicht aus diesem Vers ableiten, dass Pfeifen und Klatschen verboten ist. Denn in diesem Vers ist die Rede vom Pfeifen und Klatschen in einem bestimmten Kontext, einem bestimmten Rahmen, und zwar in einem gottesdienstlichen Rahmen. Ja? In diesem Fall wird es hier kritisiert, dass man pfeift und tanzt und klatscht, um sich Allah Ta'ala damit anzunehmen. Das kannst du dann nicht aus diesem Kontext reißen und dann als eine allgemein geschmähte Tat dahinstellen. Sowas ist falsch. So umzugehen mit den Texten ist falsch. Und von daher, das Pfeifen und Klatschen an sich, wenn man das aus gewissen Gründen macht, ist eigentlich keine verbotene Handlung. Manche sagen, es ist Makruh, Pfeifen, ich weiß aber nicht warum. Aber das gänzlich zu verbieten wegen diesem Vers oder wegen der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفق النساء, wenn euch etwas im Gebet zustößt, dann sollen die Männer den Tasbih aussprechen und die Frauen sollen klatschen. Auch aus diesem Text kannst du nicht ableiten, dass das Klatschen eine Handlung ist, die nur für die Frauen ist. Und deswegen, wer klatscht außerhalb des Gebetes, der imitiert die Frauen. Sowas ist auch ein nicht korrekter Umgang mit den Texten, indem man sie aus ihrem Kontext reißt. Die Frauen sollen nicht den Tasbih sprechen, weil es für sie, es ist für sie, es passt zu ihrer allgemeinen Verdeckung. Was aber nicht heißt, dass die Stimme der Frau eine Aura ist. Die Stimme der Frau ist keine Aura. Und das siehst du auch im Koran immer wieder und in den Texten der Sunna, die Gespräche, die zwischen Frauen und Männern stattfinden. Immer wieder, der Vorfall als Musa, das Wasser der Madian, dort angelangt war und mit diesen Mädchen sprach. Und als der Vater dann, als das Mädchen oder die Mädchen ihrem Vater davon berichteten, schickte der Vater die Tochter nochmal zurück, um Musa einzuladen,
was auch wieder das Sprechen erfordert. Ja. Oder als Yusuf a.s. mit der Frau von dem Aziz sprach, das Sprechen, also, und auch in der Sunna sehen wir es immer wieder, yani. Ich weiß nicht, wie man darauf kommen kann, dass manche Leute so weit übertreiben mit solchen Thematiken, dass das Hören einer ganz normalen Stimme der Frau schon etwas ist, yani, was nicht akzeptabel ist. Ich glaube, ich habe mal berichtet, doch erzählt, dass in einem meiner Unterrichte hat man im Hintergrund Frauengeräusche gehört. Also aus meinem Haus hat man Frauengeräusche gehört und da sagte einer der Teilnehmer so, ich höre Frauen. Ja gut, er wollte damit sagen, hier, aufpassen, das darf nicht sein. Ach, sie irgendwo weg oder so. Das ist total übertrieben. Ja, auf jeden Fall das Pfeifen und Klatschen außerhalb dieses Kontexts. Im Grunde genommen spricht nichts dagegen, ist nicht verboten. So, wir können die Ibadat, wenn man die schariatischen Ibadat betrachtet, dann kann man sie nochmal eingliedern. Diese Eingliederung dient nur der Verdeutlichung, der Klarstellung, das überschaubarer zu machen, nicht mehr und nicht weniger. Man könnte das in mehrere Formen nochmal eingliedern. Zum Beispiel, wenn wir die Ibadah betrachten aus der Perspektive, wo sie stattfinden, dann können wir sagen, es gibt beispielsweise verbale, körperliche und abstrakte Ibadat. Verbal, ja, die Dinge, die man mit der Zunge ausspricht, wie das Aussprechen der Shahada, das Lesen des Koran und so weiter. Körperliche Handlung ist ja offensichtlich, das Gebet ist teilweise eine körperliche Handlung. Abstrakte Ibadat sind solche, die weder durch den Körper geäußert werden, noch durch die Aussprache. Also Ibadat, die rein im Herzen stattfinden. Spirituelle Ibadat nennen wir das mal, oder geistige Ibadat, wie zum Beispiel die Mahabba, Al-Khawf, Al-Khashya, Al-Inaba, Al-Tawakkul, Al-Raja, das sind alles abstrakte Ibadat. Zweitens, wenn man die Ibadat betrachtet auf der Waagschale der Scharia, dann kann man sagen, es gibt legitime und illegitime Ibadat. Legitime Ibadat und illegitime Ibadat oder rechtmäßige Ibadat und solche, die nicht rechtmäßig sind. Rechtmäßige Ibadat, das sind halt alle die, die den Vorgaben, den Angaben der Scharia entsprechen. Und nicht rechtmäßige, das sind solche, die eben diesen nicht entsprechen oder gar keinen Ursprung haben, gar keinen Ursprung in der Scharia haben. Nein. Wenn man die Ibadat betrachtet aus der Perspektive, an wen sie gerichtet werden, dann gibt es polytheistische Ibadat und sagen wir mal monotheistische Ibadat. Polytheistische Ibadat, das sind solche, die anderen als Allah Ta'ala gewidmet werden. Nein. Das so, zu der Definition der Ibadat. Und wir machen dann hier Schluss. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد